Nach den Schneemassen durch Wintersturm Philomena hat eine eisige Kältewelle Spanien fest im Griff. Einige Teile des Landes erlebten von Montag auf Dienstag mit Werten von knapp über minus 10 Grad die kälteste Nacht seit 20 Jahren. Das sagte der Sprecher der Wetterbehörde AEMET, Rubén del Campo. In Madrid sind vorläufigen Berichten zufolge mindestens 150.000 der 800.000 Bäume wegen Schneemassen umgekippt. Um Unfälle im Straßenverkehr zu verhindern, wurde die Bevölkerung erneut aufgerufen, Wohnungen nur wenn unbedingt nötig zu verlassen. Der Flughafen von Madrid sollte am Dienstag wieder vollständig in Betrieb gehen, auch Züge fahren wieder vermehrt. Der Wintersturm Philomena hatte seit Freitagmorgen in vielen Regionen des Landes bis zu 50 cm Schnee gebracht. Madrid erlebte den heftigsten Schneefall seit 50 Jahren. Der Schneesturm stellte auch einen neuen Kälterekord auf. In der Provinz León, rund 400 Kilometer nördlich von Madrid, wurde am Donnerstag mit minus 35,8 Grad die tiefste je gemessene Temperatur in Spanien verzeichnet. Durch die Schneemassen wurden zudem Corona-Impfungen behindert. Am Montag sollten 350.000 Dosen des Corona-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer am Flughafen der spanischen Hauptstadt eintreffen, wurden aber in die nördliche Stadt Vitoria umgeleitet, von wo ein schwieriger Transport auf dem Landweg in andere Regionen geplant war.